So, hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder bei Klaus Wurmstichler, der Mod-Ikone von Hogwarts. Ich habe es jetzt wieder ein kleines bisschen optisch verändert. Dann ist immer das Licht so schlecht, dass man das. Aber der Mantel ist ganz schön, finde ich. Hat so astronomische Muster drin. Hallo? Du rüst doch gar nicht auch mal an. Das ist unbequem. So, hier sind wir jetzt vor der Halle von Herodiona. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, diese Musik. So, da werden wir wahrscheinlich irgendwas mitmachen. Ach, hier. Das geht schon mal nicht. Ups. Okay, da sieht man schon, wie das Ganze gedacht ist. Man muss hier anscheinend Schieberätsel lösen. Das mag ich ja überhaupt nicht. Okay. Und sowas baut man sich dann, wenn man so ein Hogwarts-Professor wird. Man dreht dann total ab und dann... Ich muss unbedingt in der Halle bauen. Das muss der Eingang zur Halle von Herodiana sein. Mit kloppen Rätseln drin. Jawohl. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja. Die Halle von Herodiana. Dann finden wir mal diese Rätsel. Okay. Was ist hier für ein Abfluss? Ah ja, guck mal, ganz altmodische Feuerholzheizung hier unten. Okay. Revivio. Ja. Ah, okay. Ein bisschen kräftiger jetzt. Ich habe jetzt den Revivio-Zauber mal verstärkt. Ich dachte, da haben wir ein bisschen mehr von, wenn man ein bisschen weiter sieht damit. Sieht aber hübsch aus hier. Oje. Wow. Minecraft lässt grüßen. Mal schauen, ob Herodiana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. Okay. Revelio. Was müssen wir denn hier machen? Gefolge! Muss ich das Ding da oben erreichen oder wie? Muss ich das runterziehen? Ach hier! Wingardium Leviosa. Nee. Defolso. Okay. Guck mal, was es hier gibt. Revelio. Okay. Eine interessante Truhe. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Diana. Umhang. Aber da war dann noch was, oder irre ich mich? Revelio. Was ist das da hin? Oh. Ist da nicht auch? Oh, okay. So. Klaus der Fassadenkletterer. Hier haben wir doch eine Truhe. Eine hübsche Truhe übrigens. Ein geschmeidiger Schulumhang. Ja gut, die geschmeidigen, die mag ich auch. Die sind immer so schön weich. Auch mal weniger Weichspüler auch dran waschen. Muss man auch dran denken. Die haben Elfen, die das waschen müssen.
Revelio. Okay. Interessant. Ein H, okay. Man rausziehen? Revelio. Accio. Jop. Klaus, da hat sich geplättet, glaube ich. Okay, da sollte man nicht stehen dann, ja. Okay. Revelio. Aha, okay. Okay, in die Richtung. Bringt mir so aber nichts. Revelio. Accio. Revelio. Da oben ist nichts soweit. Accio. Ah. Bringt das irgendwas, wenn ich da oben drauf klettere? Ich glaube nicht, ne? Irgendwie das Gefühl, dass wir hier so ein bisschen falsch sind. Da ist eine Truhe, genau. Revelio. Ist das die einzige hier? Das dürfte eine normale Schatztruhe sein, schätze ich mal. Nee, wir müssen die. Kann die unten. Ah, kann ich die ziehen? Nee, oder? Accio. Okay, das wird interessant. Accio. Impulso. Ah, Mist. Accio. Geht die immer da dran? Shit. Okay. Impulso. Vingardium Leviosa, Accio. Das geht. Vingardium Leviosa, Impulso. Aha. Da geht's aber nur dahin. Accio. Impulso.
Wingardium Leviosa. Das geht nicht. Accio. Ups. Hä? Autsch. Okay. Sondert. Wieder zerquetscht worden. Okay. Ah, das ist gut. Das ist gut. Okay, kann ich die? Die geht dann dahin. Die geht nur zur Seite. Hm. Akio. Die flanscht sich da an. Kann man aber nicht einfach levitieren lassen, oder? Levioso! Nee. Hm. Nee, das geht nicht. Also geht's nur. Akio! Hm. Okay, das haben wir. Das war jetzt auch nicht so schwierig, aber ich möchte zu dieser anderen Truhe. Das ist viel schwieriger, die so zu positionieren, dass sie eben nicht an die Seite einfach fliegen. Stehen sie hier zu mir ziehe, dann sind die wieder zusammengeflanscht. Hm. Das bringt mir dann nichts. Ah. Okay. Oh. Upsi, pass auf, Klaus. Revelio. Ist das hier die einzige Truhe? Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Nur noch eins. Evodianas Gewand. Okay, das haben wir. Also ganz zufrieden bin ich hier noch nicht mit dem Ganzen. Dann geht er dahin. Revelio. Wie kriege ich dich dahin? Oder muss ich da von hier der Seite? Da komme ich aber nicht dran. Akio. Revelio. Accio. Getulso. Was, wofür sind die gut? Accio. Ups, okay. Das hat mich wieder erwischt, okay. Na, ist egal. Aber das Gute ist, dann stellt sich das zumindest hier wieder zurück. Also, wofür ist das dann gut, frage ich mich.
Impulso! Der wirkt anscheinend gar nichts. Also wenn ich die vereinige, habe ich nichts davon. Das Problem, ich muss eins dort in die Mitte irgendwie kriegen oder hier hin. Und wie macht man das? Wie macht man das? Der schiebt sich dann immer dahin. Also könntest du jetzt den, sagen wir mal, dahin ballern, okay. Dass du das fällt. Das geht bis hier. So, da habe ich nichts von. Da oben. Eine Truhe wäre was anderes. Akio. Ja. Geht immer nur links und rechts. Und dann kannst du sie, wenn, noch bis hier hinschieben. Und das war's dann eigentlich. Okay. Weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt dann. Impulso. Akio. Ich kann wahrscheinlich nicht darüber springen. Nee. Die Frage ist dann. Da bringt's auch nichts. Ja, ist egal, wie ich's mache. Es sei. Nee, das kannst du nicht. Das ist das Problem. Felder sind echt begrenzt, was das angeht. Tja. Akio. Klonk. Kann ich die voneinander trennen? Akio. Ein Block. Kann ich nicht einzeln anwählen. Impulso! Akio! Es geht nur links und rechts. Das ist echt blöd. Wie willst du jetzt da hinkommen? Du kommst nicht nah genug daran.
nur ein ganz kleines Stückchen. So fein ist dieser Akio nicht. Akio! Dass du da... das irgendwie... voneinander trennen kannst. Tja... Nee, das Einzelne kannst du nicht verschieben. Das ist echt blöd. Das bringt uns hier nichts, ist das Problem. Wie kommst du an diese Truhe jetzt dann? Denn es gibt eine Möglichkeit, von hier dran zu kommen, die ich irgendwie übersehen habe. Wofür sind diese... Akio! Wingardium Leviosa, Impulsum! Wofür ist das gut, frage ich mich. Von hier kommst du ja auch nicht dran. Kann ich auch nicht mit Akio holen. Akio! Ja, ein bisschen so einfach. Nee, Kannst hier auch nicht hochklettern. Ist nix. Und die... die Dinger kriegst du ja nicht hier hin. Wingardium Leviosa. Nee. Akio. Impulso. Nur das funktioniert hier. Akio. Ja, dann hast du es wieder so. Da bringt mir nichts, Kinder. Gut, zumindest kann ich jetzt hier wieder hochklettern. Aber diese eine Truhe da, die kriege ich nicht. Das ist ärgerlich. Du kannst es nicht in die Mitte schieben. Wieder nur nach links oder nur nach rechts. Das ist echt scheiße. Akio. Wofür ist das gut? Impulso. Ruf halt einfach nur eine Lampe, oder was? Gut, dann lassen wir die Truhe Truhe sein. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Revelium. Oha, okay. Ist auch wieder so ein Ding. Den kann man nicht bewegen, okay. Den kann man bewegen, okay. Jetzt riecht mir das. Revelio. Jetzt drankommen. Akio! Autsch! Klaus, pass doch auf! Du Dussel!
mir nicht. Akio. Ich kann die nicht anwählen durch die Tür, okay? Geht nicht. Also ich kann die nicht hier hinziehen. Ha. Das ist aber auch doof. Ja. Kann ich da hinspringen? Weiß nicht, ob ich so laufen, so viel Anlauf nehmen kann. Das bringt nichts. Ich krieg die beiden Blöcke nicht getrennt. Also das ist ein Block. Da kann man nichts machen, okay? Hm. Upsi. Knapp. Daneben ist auch vorbei. Hm. Nee, da kommst du nicht dran. Hm. Wingardium Leviosa, Defolio. Rums, okay, so. Accio. Ja, schade. Defolio. Kriegst du sie noch in die Ecke? Was bringt das? Gar nichts. Revelio. Dann hängst du nur noch fest. Okay. Ah, okay, die Accio. Auf jeden Fall so ziehen. Das ist ja okay. Dann kannst du darüber schießen. Ich hätte gerne noch diese Truhe erwischt irgendwie. Ich kann ja auch nichts ziehen. Revelio. Nee, das geht nicht. Nee, schade. Okay. Komm ich nicht dran. Gut. Oh, Wurst. Akio. Akio. Wingardium Leviosa, Defolio. Hm. Die Dinge müssten irgendeinen Sinn haben, aber. Akio. Defolio. Lumos. Akio.
Nee, du kannst sie nicht trennen. Gehäuser! Hm. Akio! Kannst du machen, was du willst. Akio. Getäuse. Akio. Rums. Nee. Hm, okay. Kommen wir da rüber? Nee. Shit. Okay, das ginge aber. Okay. Revelio. Ja, man hat doch nichts anderes hier. Akio. Ja, ja, wäre ein Versuch wert. Ich kann da nicht rüberspringen, das. Weil springt einfach nicht. Nee. Nee, das klappt nicht. Kann ich ihn nach unten? Das geht schon, aber das Problem ist, wie komme ich jetzt da hoch? Aber diesen Sprung, da schaffe ich nicht. Zwei Felder, den schaffe ich ja hier auch nicht zu dieser Truhe. Weil wenn das ginge, hätte ich es ja auch hier geschafft. Wingardium Leviosa! Warum hält er sich nicht da fest? Klaus. Nee, das ist echt Kacke hier. Okay. Lumos.
Hä? Was ist jetzt? Vengadium Livio. Accio. Revelio. Der konnte sich jetzt da nicht raufklettern. Was denn? Nee. Potego. Du hast zu wenig Anlauf da. Nee, das gibt's da echt nicht. Accio. Protego. Das ganze Ding in die Luft jagen hier, kann man das eigentlich von hier? Accio. Ja, da verschiebst du es nur so. Moment. Geht das vielleicht hier rein? Hä? Kann ich das hier reinziehen? Nee, warum? Ja, also man kann es nur nach links und rechts. Weil das wäre super, wenn ich es nach hier ziehen könnte, aber... Das geht ja auch nicht. Accio. Ah, doch. Rums. Aha, okay. Okay. That's interesting. Komm ich jetzt da dran? Oh Gott, okay. Für einen Keltenschal und Pinselstrich muss da mir jetzt hier abgebüht. Leute. Also manchmal ist der Loot auch ein bisschen. Ja, okay. Kann ich hier drauf stehen? Auf stehen bleiben? Lumos. Accio. Muss auch irgendwas bewirken da drüben. Komisch. Impulsum! Scheint gar keinen Sinn. Okay, die Truhe haben wir erreicht, hat uns aber auch nichts gebracht, hat irgendwie. Kann ich mich damit abstellen? Accio. Soll ich mich da hinziehen? Nee. Also ich kann ja anscheinend nicht drauf stehen bleiben, so wie es aussieht. Wupp, geht die Reise wieder weiter, ja? Das ist ja echt mal ein Rätsel dann, muss man sagen. Accio. Wupp. So, ja, okay. Dann kannst du aber auch nichts. Impulso. Da haben wir es dann da. Accio.
Ah, so hätte man das auch machen können. Okay. Hm. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Getulso. So, da geht die Fahrt noch da weiter. Okay. Jetzt haben wir noch das Problem, wie kommen wir von da nach da? Akio! Revelio! Tausend und versuchen da lang zu hüpfen, aber da werde ich bekloppt langsam. Weil der da an der Kante immer hängen bleibt, weil er denkt, der müsste da einfach weiter rennen, wie in einem normalen Jump'n'Run zum Beispiel. Ich weiß schon, warum die Lehrerin nicht mehr an dieser Uni ist hier. Nee, das geht nicht. So, dann haben sie wieder hier. Tja, wenn wir die so steuern können, dass sie hier in der Mitte stehen bleibt, das wäre dann ja super, aber das kriegst du nicht hin. Weil die immer direkt wusch an die andere Wand geht. Weil es ist, man kann sie nicht wirklich fein steuern. Das ist echt blöd. Man kann leider nicht drauf stehen bleiben. Das ist das Blödeste von dem Ganzen. Fühlt sich eigentlich wie mit den anderen Platt, ne? Mit den anderen Plattformen ranziehen, das kannst du hier nicht. Nee. That's not working. Hm.
Tja, da bin ich jetzt echt überfragt. Wumms. Ja, das ist ja alles gut und schön. Aber ich komme nicht über diesen Abstand hier. Was? Klon sprach Lumos. Tja. Lumos. Jetzt war doch Problem am Hüpfen. Jetzt wieder. Macht das wieder. Nee, da kommt er nicht dran. Das gibt's nicht. Die kannst du auch nicht nach unten ziehen, oder? Akio. Nee. Komm ich da dran von hier? Das ist jetzt eine gute Frage, sprach Klaus. Wir müssen noch ein Rätsel lösen. Okay. 2 von 3. Nun stehen wir hier, wir armer Tor, und sind so dumm wie schon zuvor. Na gut, aber es ist vielleicht auch ein Rätsel. Wäre doof, wenn es auch einfach zu einfach wäre, nicht wahr? Akio! Okay. Ah. Warte mal. Wofür ist das nochmal? Moment. Aha. Ach. Der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Oh. Der setzt das zurück. Euer Vater. Okay. Warte mal, nochmal. Akio. Nein, nicht der. Hä? Wie ziehst du denn an, Klaus? Du musst. So. Halleluja, ey. Ja, so. Hätte ich das mal vorher gewusst, aber es ist, steht nicht in der Anleitung. Akio. Jawohl, so geht's. Oh, ich Depp, okay. Na gut, muss man ja wissen. Irgendeinen Sinn haben die Dinger, ja? Jetzt haben wir es rausgefunden. Ist ja wurscht. So, jetzt wissen wir das zumindest. So, jetzt müssen wir sehen, wie wir die wieder hier wegkriegen. Impulso. Akio. Ah, Moment. Okay. Ah, ja, okay. Einmal zurücksetzen, bitte. Akio. Jawohl. Mein Gott, wenn man das einmal weiß, ist es ja einfach. Das war das Letzte. Scheint, als wäre ich Harrow Diana Byrne ebenbürtig. Wie blöd, okay. Sorry, aber jetzt haben wir es zumindest rausgefunden. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Rebellion. Eins, was mich jetzt ärgert, jetzt haben wir eine Truhe halt nicht, aber da war wahrscheinlich eh nur irgendein Umhang oder Handschuh drin, den wir eh schon haben. Weil das sind hier die Hauptschätze, diese Truhen hier. Und das muss das letzte Teil von Harrow Dianas Ensemble sein. Okay. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Boah, ey, da musst du drauf kommen. Du setzt den Raum zurück. Okay.
Ich werd bekloppt. Revelio. So, hier ist noch nichts weiter. Okay. Das war's. Jo. Es lädt und lädt. Okay. Das war's. Interessantes Rätsel. Also, ja, da muss man sich da echt mal ein bisschen hirnmäßig und Controller sprungmäßig anstrengen. Ich hasse ja so solche Passagen eigentlich. Jump'n'Runs sind auch nicht meins. Aber okay, es hat funktioniert. Ja, was haben wir denn da jetzt gekriegt eigentlich? Eine komplette Kluft, ne? Aber das ist nur optisch, denke ich, ne? Ja. Das haben wir bekommen. Oh, hier, ne, das Ding. Herodianas Mütze. Seine Mütze, die einst von dem berühmten Herodianer getragen wurde. Du erhältst sie durch das lösende Rätsel. Achso, so ein bisschen Robin Hood-mäßig. Okay. Jo, sieht aber sehr weich aus. Sonst wäre es aus sehr weichen Filz oder sowas. Okay. Robin Klaus, warum nicht? So, was haben wir dann noch? Oh Gott. Ich habe mittlerweile so viele Mäntel hier. Wo finden wir jetzt den von... Hier. Bei den Sammlungen. Ein Umhang, der einst von der berühmten Depulso-Meisterin Herodiana getragen wurde. Ach, das ist nur sowas. Oh, das ist ein bisschen asymmetrisch. Das gefällt mir schon mal. Auch ein interessanter Look, Klaus. Das, was wir drunter hatten, passt ja eigentlich sogar dazu farblich. Braun. Ah, hier, Herodianas Gewand. Huch, okay. Ist ja doch ein bisschen altmodischer, sozusagen, sagen wir mal so. Ja, kann man zeitlich gar nicht mehr so gut einordnen. Ein bisschen spätmittelalterlich. Ensemble, das eines von der berühmten Herodianer getragen wurde. So ist die hier rumgelaufen, okay. Im Unterricht, okay. Also, da sehen wir echt aus, wie aus der Zeit gefallen, muss man sagen. Da passt natürlich der Schal jetzt optisch nicht mehr ganz so. Was haben wir denn hier Schönes? Da passt sogar der Hausschale ganz gut. Ja. Robin Klaus ist unterwegs mit seinen munteren Gesellen und sucht den Sheriff von Nottingham auf. Okay, dann gut, dann müssten wir ja hier die Aufgabe erledigt haben. Sehr schön. Das müsste ja dann auch noch eine Sidequest gewesen sein hier, die anscheinend hier nicht so wirklich was bewirkt, aber interessant auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Sophronia finden. Wo treibt die sich jetzt hier rum? Wo gehen wir da am besten hier hin? Revelio. So. Die dürfte jetzt ja nicht so weit weg sein. Ach, da ist sie ja direkt. Hallo, du bist jetzt eine Katze. Wusste ich gar nicht. Hallo, Herodo. Nee. Ach so, du bist die normale Katze hier. Eine hübsche Katze. Mietz, 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 mietz. Schön die verzauberten Mäuse fangen. So, Hallöchen. Sophronia. Sophronia. Alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Schau mich an. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Schau mich an. Für eine Gegenleistung. Ja, mein Gott. Ja gut, wir haben uns ja schon ein bisschen angestrengt, oder? Natürlich, aber nicht umsonst. Das war nicht leicht. Aber natürlich, kein Problem. Ich zahle alles. What? Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst. Allerdings. Die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Ja, das sind wir nicht, ist aber... fast so toll wie Herodiana. Auftrag abgeschlossen. Damit haben es... Okay. 180, naja, und 500 Gold. Dankeschön. Was ist dann? Hier können wir da nicht nochmal quatschen, ne? Okay. Gut. Haben wir das auch, Miezekatze? Dann eine Runde Schach spielen. Das sind zwei. Was ist jetzt? Oh Gott. Gut, ich spiele jetzt nochmal ein bisschen mit den Katzen. So, Robin Hood oder sowas. Und dann gucken wir mal, wie es ja weitergeht. Von den Outfits her wird es auch immer lustiger. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, für die Geduld bis hierhin mit dem armen Klaus hier rumspringen musste. Und dann bye bye. Hehehe